Ich heiße Pia und ich bin schon auf See geboren. Mein Geburtsschiff hieß Eroberer. Ei, der Geburtsort sagt viel über einen Piraten aus, müsst ihr wissen. Mein Vater war der Kapitän des Schiffs. Sein Name ist Captain Moana. Das heißt so viel wie Herr der Meere. Und meine Mutter stand hochschwanger an seiner Seite und kämpfte tapfer in einer großen Piratenschlacht. Zwischendurch hat sie mich kurz geboren und schwuppdiwupp stand sie wieder neben meinem Vater und befehligte die Mannschaft. Ihr Name war Kapitänin Kariba. Das bedeutet starke Frau und auch das sagt viel über mich aus. Leider ist meine Mutter in einem Gefecht gefallen, als ich erst 3 war oder so. Seitdem zieht mein Vater mich alleine groß. Sie brachten mir schon als Baby alles bei, was ich wissen musste. Wie man ein Schiff lenkt, wie man den Mast hochklettert, wie man andere Schiffe erobert, wie man Kettenschüsse abfeuert und wie man mit dem Säbel umgeht. Dabei wirbelte die Piratin Pia mit ihrem kleinen Säbel durch die Luft, als wäre es ein Staubwedel. Und unsere Freunde nickten so überzeugend, wie sie konnten und glaubten ihr kein einziges Wort. Also eine Sache kann sie. Geschichten erzählen. Als die kleine Köchin Vera beladen mit zahlreichen Serviertabletts aus der Küche stolziert kam, da staunte Pia die Piratin nicht schlecht und nicht nur sie. Komm noch mehr! Boah, lecker, danke! Wie hast du das so schnell gezaubert? Wenn du mal warten würdest. Ach, sag mal, wann hast du denn das letzte Mal was gegessen, Scheunendrescher? Als ihr das letzte Schiff gekapert habt? Piraten sind faul. Wir fischen nicht, wir jagen nicht, wir sammeln nicht, wir nehmen uns. Wir essen und trinken für unser Leben gerne. Aber die Arbeit überlassen wir anderen. Wir überfallen fremde Schiffe. Das ist unsere Methode. Was für ein Quatsch, wenn ihr es doch auch friedlich bekommen könnt. Unten ist noch mehr. Helft mir, dann essen wir zusammen. Wenn es dir schmeckt, Piratin, dann zeige ich dir, wie es geht. Was schmeckt? Meine Güte, da kommt echt noch mehr? Die Vierlinge eilten mit Vera hinunter in die Kombüse und flitzten wieder hoch und wieder runter und wieder hoch. Die Piratin strahlte übers ganze Gesicht und wusste gar nicht, wo sie zuerst zuschlagen sollte. Es dauerte nicht lange und sie holte, wie sie sagte, ihre besten Männer und Frauen an Bord. Die durften erst die Reste essen und danach schickte sie sie mit der kleinen Köchin Vera unter Deck. Sie sollen sich mal das Brotrezept aufschreiben lassen, aber schön groß und in Druckbuchstaben. Währenddessen lud Pia die Piratin unsere Freunde ein, mit auf ihre Heimatinsel zu kommen. Wo befindet sich denn eure Heimatinsel? Nicht weit weg von hier, aber natürlich gut versteckt. Wir sind ja nicht das ganze Jahr auf See. Und einige von uns mögen das Meer überhaupt nicht. Wisst ihr, es gibt Landpiraten, Flusspiraten und Seepiraten. Wir Seepiraten plündern und bringen die Beute an Land. Und dann? Dann feiern wir. Diese Nacht auch. Heute kippen wir uns mal so richtig ein hinter die Augenbinde. Wir haben nämlich noch mehrere Fässer Limonade rumfliegen von vor 2 Wochen, als wir den schwimmenden Saftladen leergeräumt haben. Die Freunde gingen grinsend auf dieses komische Angebot ein und folgten Pia der Piratin mit ihren Piratenfreunden in einer unübersehbaren Wasserkarawane zu der Pirateninsel. Das Huhn hüpfte Fernando auf die Schulter, die Rolle des Papageien gefiel ihm nämlich.